Wir sind die Firma Kutz Metallbau, sind seit 2010 am Markt. 2011 hauptberuflich, im Vorfeld nebengewerblich, sind mittlerweile 7 Mitarbeiter. Unser Hauptgeschäft liegt in dem Fahrzeugbau, wird ergänzt durch Stahlbau, Balkonanlagen, Treppenanlagen sowie Lohnfertigungsarbeiten im schweißtechnischen Bereich, wo wir den Kowelder entsprechend auch schon sehr gut nutzen können. Ja, der Kowelder war sehr interessant, was die Bedienung angeht, Programmierung und der Platzbedarf, dass wir keine große Zelle haben, wo wir entsprechend 25 bis 30 Quadratmeter Platz verschenken. Und das waren die ausschlaggebenden Kriterien für den Kowelder. Ja, wir haben derzeit einen Auftrag in Fertigung, welcher im Vorfeld gar nicht zur Debatte gestanden hätte. Das sind 1200 Schweißpositionen, 600 Bauteile. Und durch den Kowelder haben wir uns an den Auftrag rangewagt, weil die Motivation dann doch schon schwer ist, einen Mitarbeiter zu motivieren, 700 Stunden das Gleiche zu tätigen. Das ist mit dem Kowelder kein Problem. Also wir sind so aufgestellt, dass die Programmierung übernehmen 2 Mitarbeiter, beziehungsweise ich komme dann auch immer noch mit zu. Und die Bedienung nachher macht jeder Mitarbeiter von uns. Da haben wir aufgenommen, Zeitaufnahmen, und zum Teil ist es so, dass wir 2,5 Mal so schnell sind mit dem Kowelder. Und wenn wir komplexe Bauteile haben, wo der Kowelder schneller schweißt als ein Mitarbeiter, kann der Mitarbeiter in der Zeit auch noch andere Sachen vorbereiten oder nachbereiten, also parallel arbeiten, sodass man bald auf den dreifachen Wert kommt. War auch ein Entscheidungskriterium, dass der Kowelder, egal ob er in der Frühschicht oder Spätschicht arbeitet, er hat gleichbleibende Qualität, konstant, was man vom Mitarbeiter gar nicht verlangen kann. Ist eine Arbeitserleichterung. Also die Investition hat sich gelohnt. Also wir bereuen nichts. Ja.